Saison ist da, meine Damen und Herren. Ah, live und in Farbe. Ich dachte, wir haben 17 Uhr gesagt. Sorry, Jungs. Ist gut. Ich bin einfach irgendwann runter. Der große NNO-Podcast. Ich tausche mal bei dir so sitzt, ja? Ja. Dann ist deiner links, Freddy ist links und deiner rechts. Und wo ist deiner? Da. Ach so. Ich sitze so, dass ich nicht sehen kann. Aber das könnte ich lesen, das ist groß genug für mich. Und das ist nicht groß genug, das ist direkt vor dir. Ja, das geht auch, ja. Wenn wir uns tauschen, kannst du gerne den haben. Nein, das ist super, ich wollte nur einen Scherz machen. Achso. Okay, alles gut. Ja, was haben wir für Fragen? Wo seid ihr gerade? Bei welchem Thema? Bei Hertha geredet, wie nervös die sind vielleicht, über Frankfurt. Dass uns auch leid tut, wenn wir die rausboxen würden. Ja, Hertha, ne, also die hören ja gerade zu, ne, also Stormfury, Lamabär. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, ihr Loser. Für euch geht es natürlich um alles, ne, also wenn ihr am Dienstag verliert, 9 Monate einfach in die Tonne geworfen, ne. Ich sag mal, keinen Druck, aber das wäre schade. Und wir sind natürlich bärenstark aktuell. Wir scrimmen nur gegen EU-Master-Teams und gewinnen auch alles. Ne? Das heißt, ihr habt eigentlich keine Chance, aber ja, nutzt sie. Ne? Wir haben nochmal Revue passieren lassen, der gute Kahn und ich. Das war das erste Mal am gestrigen Abend, dass uns Wind aus den Segeln genommen wurde. Wir haben ja seit 2 Monaten nur gewonnen. Ja. Am Austrian Force besiegt gegen Kid 4 Games, Sprout 5 Games, Frankfurt 5 Games, Hertha 5 Games. Wir haben von 5 Best of 5 4 gewonnen. Und es ist jetzt ein Rückschlag verloren zu haben. Es tut auch weh. Aber eine so lange Winstreak, nachdem niemand damit gerechnet hat und alles, wir sind schon in einem sehr geilen Spot, überhaupt hier zu sein. Ja, ist richtig. Und ja, Practice tut uns gut. Von daher, es war beim letzten Mal auch so, der lange Run hat uns gut getan. Das heißt, jetzt sind wir warm. Ne? Ja. Viele Games sind gut für uns, also Hertha. Und wir wollten natürlich auch den Content am Dienstag. Ist ja auch mehr, also, das muss Twitch halt auch mal der verstehen. Twitch halt versteht das, also die denken, wir haben gestern wirklich verloren. Aber habt ihr nicht gewonnen, weil wir jetzt noch ein Match haben? So smart. Und wir haben auch gewonnen, weil es sind mehr YouTube-Videos und mehr YouTube-Videos bedeutet mehr Dublonen. Darüber habe ich gestern schon geredet. Ne? Ich habe keinen Content mehr. YouTube läuft nicht mehr so gut, nur die NNO-Videos. Und wir mussten am Dienstag, sonst haben wir 5 Games zu wenig. Ne? Irgendwie muss die Familie dann auch ernährt werden. So. Die Hamster bei dir. Ja, genau, mein Hamster Russell. Ja, genau. Ja. Ja, es ist der Arme, der so braucht was zu futtern. Verstehe ich sehr gut. Was waren die größten Fehler in den Games, eurer Meinung zusammengefasst? Gab es keine? War einfach nur lucky, dass Wave gewonnen hat. Ja, da haben wir ein bisschen seriöser schon drüber geredet. Okay, aber gibt es jetzt wirklich... Nee, Kani saß schon hier eine Viertelstunde davor. Achso, ich hab mich sehr zurückgehalten. Er hat mich auch sehr zurückgehalten. Ich habe euch nur geflammt eigentlich. Ich wurde Team-Capped. Nee, es gibt jetzt nicht... Ich habe mich jetzt nur über die Frage lustig gemacht. Das ist natürlich eine valide Frage, aber es gibt ja nicht den einen Fehler. Oder? Ja, würde ich mir dazu stimmen. Das ist halt eine super komplexe Frage. Sowas hängt dann zu. Okay, es war Botlane, nicht was. Entschuldigung, das war alles meine Schuld. Gar nicht gesagt, Bro. Ja, also ich denke auch gerade Game 1, da hätte ich mich noch besser anstellen können. Ich hätte mich in Game 1 auf jeden Fall mit Morde. Ich glaube, unser Read, wie wir Wave besiegen wollen, war ein Read, den wir als Team falsch gemacht haben. Ne, weil ich war mit unseren Drafts sehr glücklich. Ich auch. Also man hat auch, glaube ich, in Game 4 nochmal gesehen, weil ich habe gehört, dass einige aus Freddys Chat da mit deiner Analyse nicht happy waren. Dass wir Game 4 feine Draft hatten, aber unsere Game 4 Draft. Wir waren 10.000 Gold behind und haben die fast gewonnen. Und die konnten Teamfighten so. Die konnten nicht. Seele. Ja, und die hatten Seele und Nash und haben die Teamfights fast verloren. Ja, also. Stell dir mal vor, wenn wir nicht 20.000 in Value behind sind zu dem Zeitpunkt, wie einfach das Game ist. Von daher würde ich der Hardcore mit der Green. Sie haben halt gute Matchups gekriegt. Auf Botlane mit dem Yasuo-Matchup into Sivir, das ist gut, glaube ich. Und halt Mitte mit Akali into Cassius. Shyvana gegen Ornn ist auch voll Togo. Und Shyvana gegen Ornn ist auch sehr bad. Also die hatten halt 3 Winning Lanes. Aber der Top ist sehr asset. Nimm das Mikrofon. Okay, da ist eine Menge Hass. Du warst legit, du warst 40 CS ab. Ich hab dann gesehen und ich hab top geguckt und dachte, das ist noch winnable eigentlich. Und dann schaust du Botlane so, oh nein. 08 so, also, da guck ich Mitte so 04. Aber ich hab top geguckt und der Kallorn mit 40 CS Lead und hat mir auch, mit dem Counter-Fick Shyvana vor allem. Ist fein. Wir haben am 27. haben wir guten Engel. Ja, ich bin tatsächlich hauptsächlich wütend auf mich selbst, weil ihr werdet euch erinnern, gestern als Voten standen. Wie lange will Novi dieses, da muss ich kurz drauf antworten, das habe ich gestern angezogen. Das habe ich, das ist 2 Tage, ich habe, nein, das nehme ich so nicht hin. Werter Paulchen SL aus Tolkiens Chat, was hast du da für Rabauken? Ne? Er heißt Paulchen 5. Das ist einfach nur eine 5. 5, oh ja, SL, dachte ich, weil Augen schlecht. Soll ich es dir immer vorlesen? Ja, kannst du mal. Kannst ich glaube, er ist einfach so großer Spandau-Fan, dass er denkt, dass du das immer trägst, weil du auch so großer Fan bist. Ja. Ich hätte doch gestern beide Spandau-Merch an. Ja, ich bin ein großer Fan und ich habe habt ihr richtige Kleidung in eurem Kleiderschrank? Ich habe nur so Merch-T-Shirts und Trikots und Zeug.
Es ist einfach. Also, nee, ich bin einfach ein Random, ich krieg solche Sachen nicht. Okay, das ist echt schön. Wobei ich war gestern. Ich meine, du hast aber auch, du bist komplett fancy unterwegs. Schau mal, du hast so abgestimmt, ne? Die Jogginghose, der Pulli. Grau in Grau. Grau in Grau. Der edle Boss. Die Mode des Herbsts, ne? Jogginghose. Nein, das ist modisch. Und dann die Uhr dazu, schön abgestimmt. Eine dicke Rolex-Kollektion, habe ich gelesen, ja. Ja, ja, das ist schon sehr dekadent. Ein Familienhaus am Handgelenk. Nee, ich habe extra ein paar Sachen eingepackt, die nicht Merch sind, weil man sonst macht bei mir die ganze Zeit Werbung und du weißt ja gar nicht, ob die das teilweise wollen. Ob du überhaupt dafür bezahlt wirst? Du wirst ja auch nicht bezahlt, ist ja schrecklich. Aber ich würde Freddy vorbeifechten, denn ich habe ein Faker-Trikot von 2014, ich habe ein Faker-Trikot von 2015. Dieses scheiß Faker-Trikot, das wir in Korea geholt haben. Und dann habe ich versucht, wir haben das alle gekauft. Und dann haben die das angezogen und dann wollte ich meins auch anziehen und dann war ich einfach zu fett. Und dann musste ich wieder mein anderes T-Shirt anziehen. Und dann saß Freddy. Ich neben Tolkien mit Faker-Trikot und ich hatte mein Faker-Trikot so über den Rücken. Und wir saßen in dieser Halle und ja. Alle sind ausgerastet und ich hatte das Trikot einfach über den Rücken. Ja, ich... Das ist halt Rough Times. Rough Times. Ja, die haben andere Größen in Korea. Ja, das sind andere Größen. Andere Größen haben die, ja. Andere Größen. Ja, ja, daran lag's. Das war nicht ein bisschen... das Trikot ist schon geil. Voll scheiße. Ist voll scheiße. Ich hab's noch. Irgendwann wird's mir passen. Ne? Trust. Trust, trust. Das wird. Habt ihr überhaupt? Habt ihr sonst noch irgendwelche E-Sports-Trikots? Ja, sie werden halt so also Sachen nicht zugesendet. Nicht von dir jetzt, sondern so als Fanzeug. Ach so, nee. Ich hab ein WTO-Trikot gekauft mal. Der hat mich in Solo-Queue gecarried. Und dann habe ich gesagt, wenn er das Game gewinnt, kaufe ich mir ein Trikot. Weil ich jetzt doppelt-Trikot, ja. Achso, dann habe ich gekauft, deswegen habe ich ein WTO-Trikot von Misfits. Das ist eigentlich cool. Das ist eine coole Story. Ja. Aber war es dann quasi so eine Solo-Queue-Wette, wenn du carries, kaufe ich dann ein Trikot oder wie? Nee, der war in meinem Game, das Game war komplett lost. Und dann habe ich einfach on-stream gesagt, ey, wenn der das jetzt carried, dann hole ich mir sein Trikot. Ne? Dann habe ich das geholt. War ich auf dem Merch-Store unterwegs. Aber sonst habe ich nur Faker-Trikots auch, ja. Ehre. Du, Kani? Ich habe mal ein G2-Trikot geschenkt bekommen. Ah, okay, ich habe mal ein CLG-Trikot geschenkt bekommen. Also so von du bist also sehr fame und alle die Seahawks lieben dich. Natürlich, also wenn so eine wie G2 und CLG, die müssen Kani halt ein Jersey senden. Also. Sonst weiß er, muss ja im Stream auch den Merch tragen und das in die Welt hinausbringen. Wirklich gleich. Ist das auch Content? Darf man das auf Twitch? Dürfte ich ihn jetzt töten? Nee, darfst du nicht. Nee. Gewalt, glaube ich. Ja, ich glaube auch, da wirst du dann gepermabannt. Das wäre dann die schlimmste Konsequenz. Wo ist denn Herr Brückelton, by the way? Der macht gleich noch ein Solo-Q-Game. Weil der Brückelton wollte in das Game kommen. Brückelton? Er kommt gleich. Okay. Machen wir jetzt hier Fragen oder wie ist das geplant? Ich jetzt. Über was wollen wir reden? Wollen wir so ein paar Twitch-Chat so harte Fragen beantworten? Über NNO, über die Zukunft, über gestern? Über was wollen wir reden? Das stimmt, ja. Ausmachen, wenn wir. Du hast das voll sneaky gemacht, ne? Ich hab ein Mikrofon ausgemacht. Du hast das echt schon gemacht. Ja, davor habe ich es ausgemacht. Du machst den, dass wenn hier der Knopf nach links schieben. Das heißt, jetzt kann ich einfach reden und es sieht so aus. Brückelton himself. Ja. Jetzt kommt er. So. Der nimmt das Mikro vom Toplaner. Bin sticksauer. Okay, setz dich. Geht um dich. Was war gestern für eine Aktion? Okay. Ja. Also, als wir da mit dem Taxi gefahren sind. Da hast du aber nicht viel Trinkgeld gegeben, ne? Ich hab dem 3 Euro gegeben. 3 Euro für einen Taxifahrer, Leute. Was ist denn da ich los? Ich hab dich eingeladen. Ja, hat er auch noch gemacht. Weil du nicht durch den Regen laufen wolltest. Hat er auch noch gemacht. Jetzt geht's aber los. Sehr gut. Ich wollte mal Stimmung reinbringen. Habe ich, glaube ich, erfolgreich geschafft. Jetzt stehe ich auch. Jetzt bin ich sauer, ey. Ja, warte schon, ne? Wir haben hier gar nichts zu sagen. Also, hallo. Also, ihr seid schon im Weg. Können wir meinen Chat auch noch dazu packen irgendwo? Wie machen wir das mit Brückis Chat noch dazu? Ich weiß nicht, wie das hier ging. Können wir den nicht auch noch hier? Dann haben wir so ein Trio oder so? Sind alle links vorhanden eigentlich?
kann es nicht erkennen. Kleine Gewalt auf Twitch. Eigentlich müssten wir das schon ausfechten. Ah. Ich sehe es auch nicht. Selbst eine Brille nicht. Wie alle ihre Augen so zusammendrücken, als würden sie dann besser sehen auf die Distanz. Nee, macht jetzt den Stream seniorengerecht oder was? Nein, nein, wir brauchen bloß Brückis Chat auch noch, damit halt alle mit dabei sind. Kannst du mir so eine Pfirsichmate geben? Ich würde auch gerne eine Pfirsichmate haben, Kani. Dankeschön. Hey, dankeschön, Kani. Vielen Dank. So. Darf NNO eigentlich nun auch... Nee, halt jetzt. Wir überlegen uns erstmal ganz kurz, was machen wir, wie wir Fragen beantworten. Welche Fragen wir beantworten, über was wir eigentlich reden wollen. Wir machen ganz kurz das Mikro aus, Leute. Ja, würde ich ganz auch sagen. Kurz zurückziehen in den Presse, in den Pressebereich. Und ja, wir sind kurz im Pressebereich, meine Damen und Herren. Und dann reden wir gleich wieder mit euch. Okay, wir haben uns jetzt also beraten und sind jetzt bereit, auch öffentlich Stellung zu nehmen. Wenn ihr also Fragen habt an uns, dann stellt die doch bitte jetzt in den Chats, in denen ihr gerade seid, und wir werden die dann ordnungsgemäß ignorieren. So. Wollt ihr einen LEC-Spot kaufen? Ja, das war auf jeden Fall geplant. NNO goes LEC. Ich glaube, wir haben das spielerische Talent, um mitzuhalten. Und es läuft. Wissen Sie, welcher Chat überhaupt? Das ist Tolkiens, das ist meiner. Meiner, okay. Freddy. Okay, okay. Die Frage kam gerade natürlich aus dem Tolkien-Chat, das war klar. Natürlich, der Tolkien-Chat ist ein bisschen lost. Ja, ne? Das ist. Ich glaube mal, wir haben 46 Millionen. Ja, auf der hohen Karte. Ja, da trauen wir mal raus, ja. Aber auf die letzten YouTube-Video gemacht hat, 20.000 Klicks, Bruder. Weil ihr Streamer immer so gut gekleidet ist, wahrscheinlich. Gibt es so einen 46 Millionen edlen. Ja, sag ich ja. Darüber haben wir gerade auch schon geredet, dass er so overdressed ist. Du hast es genau dasselbe aufgelegt. Jogginghose an! Nee, ist schon edel. Ist schon sehr edel, ja. Sehr edel. Vor allem, weil es farblich abgestimmt ist, ja, ne? Ja, ist schon sehr modisch. Ja. Warum ist Kani so cute? Ist nicht von deiner Freundin, by the way. Ach so, ja, ich wurde halt einfach geil geboren. Wie antwortet man denn auf sowas? Keine Ahnung! Das ist genau, warum ich dich dir das gefragt habe. Das war richtig schön in die Pfanne gehauen. Wollen wir eine harte Frage jetzt reinhieken? Ja, hau eine raus. Okay. Wenn ihr nicht aufsteigt, geht es wie gewohnt weiter? Das sollte ich vielleicht zuerst sagen, was zu sagen. Ja, öffentlich dazu bezogen, genau. Genau, ich habe da schon Stellung bezogen auf jeden Fall. Wenn wir nicht aufsteigen und der Plan quasi ist, Secretive zu spielen, das ist ja eine Option. Wir haben viele Optionen, die wir euch heute auch gerne sagen können, nochmal offiziell. Es gibt auf jeden Fall mehrere Optionen. Falls das Team sich dazu entscheidet, Second Div zu spielen, dann würde ich NNO verlassen, weil ich nämlich dann nicht die Eintracht opfern möchte. Ich würde die Eintracht sowieso ungern opfern, aber durch die neuen Regulationen bei Riot wäre ich dazu so ein bisschen gezwungen. Und deswegen, wenn wir nicht aufsteigen sollten, dann würde ich bei der Eintracht weitermachen und NNO verlassen müssen. Ja, also generell bei dem ganzen Thema ist halt noch, müsst ihr euch klar werden, dass First Div und Second Div genau von Riot gleich behandelt werden können. Die haben noch mal freie Wahl und wir haben auch keine Informationen. Also da wollen wir euch gar nicht hinhalten. Aber wir wissen es einfach nicht genau, was noch passieren wird. Und ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, dass meine Haltung das NNO in der Form geben wird. Auch geben. Ich habe auch mich mega Bock weiterzumachen, keine Frage. Aber wie genau Riot Games halt die Sachen anpasst und ändert, wissen wir halt selbst noch nicht. Ich will nur einen dummen Spruch bringen. Ja. Wenn Brücki NNO verlassen sollte, werde ich in den Hungerstreik treten,
bis Eintracht Spandau ihn aufgibt und sich weigert, ihn zu signen. Okay. Sehr gut, ne? Der Chef ist nämlich schon da. Aber deine Freundin freut sich, ne? Also es gibt ja noch eine andere Option, über die man reden kann. Darf man darüber reden? Also wir haben gerade eigentlich die Regeln ja festgelegt, wo wir nicht reden wollen. Und wenn das jetzt nicht Teil dessen ist, dann kannst du reden. Also, man muss natürlich realistisch sein, dass NNO auch noch weiter existieren könnte, wenn wir komplett rausgehen aus der Liga und dann wieder die Kalibrierungsphase spielen, dritte, vierte Division spielen, wo wir alles selber streamen dürfen und es keine Regeln gibt und wir dann da uns wieder hochspielen und aufsteigen und selbst und da könnte alles andere noch stattfinden. Also das wäre tatsächlich möglich. Passt vielleicht skilltechnisch auch besser, ne? Ja. Was Fred damit meint ist, A, Brügge kann bleiben, wir könnten auch wieder sowas machen wie Twitch Rivals, viele andere coole Turniere wären möglich und es wäre halt eine denkbare Lösung, damit wir auch zusammenbleiben können und NNO dann auch coole Projekte noch weiter verfassen kann. Ob wir genau das wollen, das haben wir noch nicht durchgesprochen, weil es noch von der Arbeit abhängt, was sie uns genau sagen werden. Aber dass Fräsmann Raum geworfen hat, finde ich nachvollziehbar, weil diese Idee natürlich auch in unseren Köpfen ist, denn wir lieben den guten alten Brügmann. Ja, also es gibt uns halt sehr viele Freiheiten, weil wir alles machen dürften und als Team zusammenbleiben könnten in unserer jetzigen Struktur. Und wir könnten auch um die Welt reisen und Projekte machen und Server besuchen. Ich wollte. Du musst die Flasche aufmachen für Brücke. Da seht ihr schon die Synergy von den beiden. Also das ist tatsächlich eine sehr realistische Möglichkeit, wie NNO weiter existieren könnte. Genau, ich wollte dazu eigentlich nur kurz noch clarifyen, weil das jetzt vielleicht für viele Leute nicht klar ist, dass wenn man in der Riot-Datenbank eingetragen oder wenn du halt als Pro-Player zählst, kann Riot uns als Streamer von solchen Events wie Twitch Rivals und anderen Sponsor-Turnieren rausnehmen, weil Riot eben sagen kann, wir wollen, dass unsere Spieler nur unsere Turniere spielen. Auch mega sinnvoll, by the way, diese Lösung. Das ist auch gut, natürlich, aus Riot-Perspektive macht das definitiv Sinn, aber nur sollte das jetzt nicht klar sein, warum, also Twitch Rivals war es auch wegen Corona lange nicht oder so, aber warum man einfach niemanden von uns bei auch irgendwelchen anderen Sponsor-Turnieren gesehen hat, das liegt daran. Und das heißt, nur wenn wir aus der Premier League rausdroppen, dann gäbe es eben solche Events vielleicht, wo wir teilnehmen könnten. Also es liegt bei den anderen daran, ich bin einfach nur blacklisted bei allen Sponsoren. Ne? Wollte ich nur kurz klarstellen. Achso. Ja. Ansonsten können wir auch drüber reden, was Möglichkeiten wären, wie wir in Div 1 stattfinden könnten, was da Kompromisse sind. Oder wollen wir darüber nicht reden? Nein. Wollen wir nicht drüber reden? Nein. Wollen wir nicht drüber reden? Nein, was wir vorgeschlagen haben. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht? Nein. Okay. Gut, dann überspielen wir alles, was ich gerade gesagt habe. Ja, wir überspringen und geht's nicht. Aber wir können ja so, dass wir gewisse Angebote gemacht haben. Und ja, das ist klar, ja. Genau, ja. Das wir ist haben das quasi klar. Ein paar Angebote gemacht, geredet. Wie wir uns vorstellen können, wie wir Div 1 spielen könnten, wenn wir es sportlich denn schaffen am Dienstag. Das ist ja auch noch, steht auch noch in den Sternen. Ja, vor allem nach gestern, ja. Gestern, gutes Scrimset, viel gelernt, hoffe ich. Mhm. Und ja, wenn es aber sportlich reiten sollte, dann müsste halt da so ein bisschen Riot einlenken und irgendwelche unserer Angebote annehmen. Wir waren sehr kreativ. Also ich denke, wir haben schon einen guten Schritt gemacht, aber man muss auch sehen, dass wir halt eben Streamer sind und unser Lifestyle bzw. was wir uns aufgebaut haben, eventuell nicht unbedingt einschränken wollen auf die Art. Ne? Geht nicht um Geld tatsächlich, sondern... Bist du Politiker? Da war ich schon sehr diplomatisch von mir. War gut, ja. Geht dabei weniger um Geld als einfach um den ich würde sagen, Lifestyle so. Ich möchte einfach streamen können, wenn ich Bock habe. Das ist mir wichtig, dass ich da nicht eingeschränkt werde. Außerdem lebe ich in Deutschland, da wäre ich schon genug eingeschränkt von gewissen Internetanbietern. Okay. Kleiner Vodafone-Scherz an der Stelle. Ja. Okay, dann haben wir das Thema durch oder gibt es da noch irgendwelche Fragen aus dem Chat? Schauen wir mal, ob es irgendwie noch was gibt, was wir beantworten können, wie die Zukunft aussieht. Ich weiß nicht, worüber ihr reden wollt. Freddy, was? Beantworte doch mal gerne. Was muss ich beantworten? Ob wir uns als Team mal einig sind, worüber wir reden wollen. Die Frage kommt von einem Worüber Fan, wir reden wollen? Wir sind uns, wir sind uns eigentlich, wir haben einen klaren Kurs. Das ist nicht wie bei deinen Interviews, die da so Larifari sind, ne? Sondern wir haben eine klare Linie, einen klaren Kurs und den verfolgen wir und wir bringen die Message rüber, die wir wollen. Ne? Ist auch nur circa vielleicht mal was ab, bitte. Ein bis zweimal die Woche nur schaue ich einen Stream von einem anderen Kollegen, Teamkollegen und denke mir, oh mein Gott, was labert er? Das ist also wirklich nur ein bis zweimal die Woche der Fall. Das ist ganz, ja, das passiert nie eigentlich, ja. Dann haben wir noch ein Pressestatement zum gestrigen Game, glaube ich, was wir gut anbringen können. Mhm. Da haben wir
versucht, über Botzeit zu spielen, weil ich sehr selbstbewusst war. In den Scrims fand ich mich ganz geil. Ich war auch ein bisschen cocky, muss ich sagen. Ich war einfach sehr happy mit mir selbst und auch mit Kani und dachte, wir können gegen Wave gut Botlane spielen. Hat auch fast geklappt. Ne? Also es war ja nicht alles schlecht. Es war nur so schlecht, dass wir halt alles verloren haben. Und deswegen war der Plan, über Botlane zu spielen, ist halt am Ende backfired. Ich würde es in anderer Form nochmal machen, tatsächlich. Also hört sich jetzt für euch vielleicht ein bisschen Bullshit an, aber ich würde es in anderer Form nochmal machen. Ich glaube, wir haben einfach auch keinen guten Tag erwischt als Team in general. Agreed ihr oder nicht? Ja. Agreed doch bitte! Gestern war ein sehr schlechter Tag mechanisch, würde ich sagen, für uns. Und wir waren auch, also so die Energie und die Stimmung war jetzt nicht so gut gestern. War alles ein bisschen niedrige Energie, würde ich sagen. Und ich war auch ein bisschen nervös tatsächlich im ersten Game for sure und habe danach auch, also ja, wir haben einfach als Dreimann-Verbund nicht gut funktioniert auf der Bot-Side und haben dann so die Games eigentlich weggegeben. Zum Beispiel im letzten Game, da haben wir eine Team-Comp, die ist einfach 20 Mal besser und for whatever reason fighten wir in deren Win-Condition rein, immer und immer wieder, bis die halt 10k Gold ahead sind und dann sagen wir, warte mal, das klappt ja gar nicht für uns. Ist einfach nicht so gut gelaufen. Gegen Hertel machen wir aber genauso, denke ich, oder? Schöne Feste in Botlane reinspielen, rein! Das sehe ich uns. So. Stormfree, hab bitte Angst. Ich fand dein grundlegendes Vertrauen in Botlane auch eigentlich richtig und wichtig, weil gerade wenn du über Hertha redest, hatten wir wirklich diverse Games, wo ihr einfach komplett gecarried habt. Nämlich dann Varus Nautilus gegen Lucian Nami, das war wirklich ziemlich erotisch. Und gestern haben wir auch einige 2v2-Kills, die ja richtig gut für uns waren. Und generell würde ich einfach sagen, unser gesamter Read von uns allen fünf, worauf wir zugestimmt haben, wie wir spielen wollen, war gegen Wave nicht gut. Und darüber hat Kander schon gesprochen, wir haben ein paar Skill-Check-Trades genommen, wo wir einfach outskilled wurden. So, was halt passiert ist. Aber ich würde sagen, dass unsere allgemeine Herangehensweise, ja auch die, der wir zugestimmt haben, einfach nicht aufgegangen. Ich glaube, wir hätten aber auch irgendwann adaptieren können wahrscheinlich. Aber haben wir auch gestern auch nicht hingekriegt. Ja, wir waren irgendwie wie so ein Esel, der 10-mal gegen die Wand gelaufen ist. Beim 11. Mal wird es jetzt besser werden. Ja, also wir haben immer dasselbe geprobiert. Ja. Und immer dasselbe gemacht. Und das hat halt gestern nicht geklappt. Nicht geklappt. Ja. Nicht so geil. Leider. Okay, eine ganz wichtige Frage. Ist natürlich morgen wieder Single. Wollen wir morgen scrimmen? Wann? Hallo Toni. Gute Besserung. Was ist der 176-Channel? Boah, Scheiße. Das war ihr alter Name. Das war, glaube ich, ihr alter Name. Ja, alter Name, ja. Okay. Das wusste ich natürlich. Warte, sie nochmal groß. Kennengelernt. Wollen Sie morgen scrimmen? Morgen ist 26. Ne? Ja. Gib ihm. Aber die Frage, ich würde. Also ich kann nur mittags, nachmittags. Ich kann nicht abends. Okay. Reicht ja. Ja. Ich würde mal sagen, es sollten auch wirklich 2-3 Games sein. Ja. Ja. Weißt du denn gegen wen schon, bevor wir jetzt ja sagen? Nein, das Toni sucht jetzt gerade. Dann ist morgen zu Ende. Ja, heute, dann ist auch egal. Dann sag ja. Ja, also. Aber sag mal, ich sag mal, EU-Master-Teams sind ja anscheinend Fake Data und deswegen sollten wir die scrimmen. Richtig, aber die sind heute Finale. Gut. Freddy, bis wann kannst du maximal? Ich glaube 19 Uhr, aber ich müsste nochmal gucken. Was ist denn das denn mit dem Puffer? Dann ist auch entspannter für dich. Ja, das ist mit Puffer. Das ist mit Puffer. Ja, das ist mit Puffer. Ja. Gut. Habe ich schon aufgepasst. Ich glaube, 20 Uhr ist der Start. Sollen wir noch interessantere Fragen hier? Ja. Da wird das schon alles geklärt jetzt für gestern. Eigentlich schon. Ja, das war jetzt so mein Pressestatement. Ich will, ne? Eure Sicht noch sagen, wenn ihr wollt. Ja, war scheiße, ne? Also einfach gestern, wir hatten einen Plan, hat nicht geklappt. Mechanisch, terrible von mir. Und dann haben wir verloren. Und immer dasselbe gemacht und nichts verbessert. Und der Mordekaiser war gut. Das war eine schöne Adaption. Ich würde sagen generell, wir hatten ja einige Adaptionen auch, die wir versucht haben. Ich würde aber Birgi bleifechten wollen, unser grundlegender Gedanke war, Botlane zu spielen, aber Toplane und Midlane hätten wir uns noch besser einbringen können. Ich fand speziell in Game 3 war unser Landswap sehr sexy. Wir haben so mit Azir gegen Ornn als auch mit Fiora gegen Echo Progress gemacht, aber wir haben so den Moment verpasst, wo wir zum Beispiel zurückswappen konnten. Ja. Weil klar, das Game ist ja Botzeit zentriert, aber wir können auf den Solo-Lane sehr viel mehr rausholen. Wenn wir zum Beispiel sagen, ey, Tolkien, du dummer Bastard, mach deinen Mund auf. Sobald du deinen Sandro hast, gehst du gegen Ornn. Du kannst noch 2-3 Plates nehmen, bevor du despawn. Und Mitte hat halt Echo, Hextech, Alternator, Blasting Wand. Der macht eine Q, die Wave ist weg. Du kannst nicht gegen Echo Progress machen. Also geht Mitte, wird nicht gegen Echo gewinnen, aber er hat gegen Ornn fein gelandet, Lead aufgebaut. Und dann gehst du Topline und nimmst Plates und kannst vielleicht auf Seite das Game beschleunigen. Dann wird auch eine Menge Pressure von Botlane runternehmen. Also hatte ich auf jeden Fall, bin da unter meinen Möglichkeiten geblieben, was das angeht. Und hätte da auf jeden Fall noch besser spielen können.
Unabhängig davon, dass das 3 gegen 3 ein blutiger Fist weit unten war. Ja. Was haben wir noch hier? Warum ist Agrin schon nach Hause gefahren? Das Komfort einfach. No? Also wenn man eine schlechte Series spielt, kann einen verunsichern. Und das ist manchmal braucht man einfach so sein Zuhause, seine Surroundings, um sich wohlzufühlen und halt dann am Dienstag gut abzuliefern. Der braucht einfach das bestmögliche Umgebung für sich, um sich wohlzufühlen. Ah ja. Also entspannt, ich hätte gar nicht gesagt. Ja, aber du hast auch dann gedacht, dass du das jetzt auch. Nein! Ich wollte gerade selbst freuen. Nein, ich wollte sagen, ich habe Agrin vehement darin bekräftigt, dass er gehen soll, weil er ist von uns allen der größte Eigenbrödler. Ne? Also wirklich. Agrin, hast du jetzt gesagt, ne? Der Mann ist ein Eigenbrödler und ist auch komplett in Ordnung. Und wenn der sagt, er wird besser spielen, erstmal comfortable, dann macht das, Bro, alles für den Win. Wenn wir gewinnen, ist jede Maßnahme richtig. Ne? Wie sagt man, in der Liebe und im Krieg oder so? Und ich meine, gegen Hertha zu gewinnen, ist ja schon persönlich in diesem Jahr. Wir haben ja schon 3 Best of Fives gespielt, jetzt kommt das 4. Best of Five, ist es sehr persönlich. Ja. Ja, ich wollte nur trollen. Ja, achso. Deswegen, ich habe nichts zu sagen eigentlich, ne? Außerdem müssen wir nicht jedem erzählen, dass Agrin komplett blutverschmiert nach Hause gefahren ist, flüchtend, weil er von uns verprügelt wurde. Oh mein Gott. Das bringt auch sowas nicht rein. Nein, die Leute glauben da doch noch. Das, ja, bestimmt. Ich will immer noch einen Boxkampf machen hier, allerdings. Die haben unten an dieser Arcade-Maschine gibt es Street Fighter und Tekken. Nein? In der Arcade-Maschine sehe ich uns, aber ein echter Boxfight ist, glaube ich, nicht. Nein, in der echter Boxfight sehe ich mich auch nicht. Ja, so eine Runde Street Fighter würde ich mich sehen, ne? Laufen wir wahrscheinlich aus der Ecke und treffen uns in der Mitte. Ja, okay. Tolkien und Brögi bleiben im Bootcamp. Ja, ihr bleibt bis Mittwoch, ne? Genau. Genau. Ihr spielt von hier, ihr sagt, ihr seid confident. Ja. Passt alles, wunderbar. Ich habe gestern auch wohl gefühlt. Brauchen wir dann nächstes Mal auch. Ja. Schön Hose aus und dann rein, ne? Das war gestern so lustig während der Series. War das erstes oder zweites Game? Das war das zweite Game. Und einfach, ich zieh meine Hose aus. Einfach, das war... dieser Mann da drüben. Er lockt Jin und er sitzt neben Kani. Ich zieh meine Hose aus. Und ich höre dann, und das war so, er sagt das und dann ist so 2-3 Sekunden betretene Stille. Weil so niemand weiß, ob er das jetzt ernst meint. Und dann höre ich so... dieses Hosenrascheln, so dieses Geklimper. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, for real. Also, und dann so, ja, schau nicht rum. Und dann ist das Game so vorbei und wir haben das Game gewonnen, das zweite Game. Mhm. Dann haben wir noch eins gewonnen. Und ich war so euphorisch und gesagt, ja, wir treffen uns unten und springen so auf, weil ich ja mit den anderen helfen will. Und dann schreit er so, nein, Kani, boah, ich muss mich anziehen. und dann ich so schnell wieder hinter diesen Sichtschutz. Und so, oh, ja, nichts gesehen, Glück gehabt. Und, ja. Aber hast du für die anderen Games die Hose auch ausgezogen? Ja, aber nicht klappt. Achso, hast du auch ausgezogen. Ja, ja. Okay, schade. Vielleicht war das unser Glücksbringer gewesen sonst. Ich glaube, es lag daran, dass ich das Wolfgang Petri-Shirt nicht anhatte gestern. Da hat die Confidence gefehlt. Ja. Ich werde das für Dienstag gewaschen haben. Und also der eigentliche Grund, warum ich jetzt heute oder morgen auch noch heimfahre, ist, damit Brücki dann komplett nackt spielen kann in unserem Raum, um das dann komplett zu enablen. Okay. Ja. Dann ist quasi unleashed. Ja. Also, Lama-Bär, du weißt, wie es läuft. Spielst du komplett nackt? Nein. Das wäre schon ein sehr dominanter Move, muss ich sagen. Ja. Aber ich finde so, ohne Hose, nur in Unterhose, vom PC sitzend, das ist schon mein Lifestyle, würde ich sagen. Die müssen den Stuhl jetzt einfach verbrennen. Ja, wie geht das Bootcamp damit um? Stell mal vor. Der Stuhl, auf dem Brücki gesessen hat. Übrigens, wobei die Frage gerade kam. Ne? Seid lass mal lieber. hier, 137 Bootcamp übrigens. Ne? Könnt ihr mal googeln, weil die Frage bei mir im Chat kam, wo wir gerade sind. Kann man auch als Privatperson hier sich einnisten. Tatsächlich sind hier auch gerade Leute da, die uns alle kennen. Ja, tatsächlich gibt es hier einen Multigaming-Clan, der gestern Fotos wollte, direkt nach dem Match. Ne? Ja. Das war sehr schön. Ja. Die haben mich gestern nach Hause begleitet, so auf dem Weg, ja. War angenehm. Hast du gesprochen? Nein? Ja. Ja. Ich war gestern sehr verwundert, weil Kani hat permanent davon geredet, dass er die Fenster schließen möchte, weil es so kalt ist. Und Brücki zieht dann seine Hose aus. Aber na gut. Ich bin da in den Raum, das hat legit minus 10 Grad gehabt. Das war unfassbar. Ich weiß nicht, wie ihr das spielen könnt. Wir hatten es ja in der letzten Series schon, im letzten Bootcamp. Ja. Da hatten wir noch die Klimaanlage. Da hat er mit der Klimaanlage den Raum auf 5 Grad runtergekühlt. Und jetzt war einfach permanent das Fenster offen. Ich bin basically gestern nur runtergerannt, weil ich permanent kalte Hände hatte. Ja, klar.
Ich bin so eine Art Wikinger, ne? Früher hier. Ohne Hose! Dörfer zerstört und Frauen. Ohne Hose! Und so. Und ich bin heute einfach der moderne Wikinger. Was, Brücki, hast du, ich bin der moderne, kannst du das nochmal ausführen? Was, nein, wo warst du gerade? Ich bin der moderne Wikinger, weißt du. Der moderne Wikinger? Ich plündere das Gegnerteam. Und nimm deren. Der moderne Wikinger hat gerade Tolkien gebraucht, dass er ihm die Flasche Mate aufmacht. Okay. Ja, nächste Frage. Überspielen wir mal hier gekonnt. Darf ich fragen, wo Argorin ist? Der ist zu Hause. Aber das müssen wir immer so ein bisschen anders sagen. Also Leute, wir sind nicht sauer aufeinander. Wir hatten eine herzerwärmende Dings gestern, Verabschiedung. Alles ist bestens zwischen uns. Ja, war richtig schön eigentlich. Auch die, also allgemein würde ich sagen, war gute Stimmung. Aber es ist einfach, wir brauchen für Dienstag, muss jeder sich wohlfühlen für die Partie. Und Argorin braucht einfach seine Routine und das ist zu verstehen. Ne, wir sind, wie nennt man das, Man of Habit oder so? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Gewohnheitstier. Gewohnheitstier. In der Deutsch, ja. Gewohnheitstier. Gewohnheitstier ist besser, ja. Nee, ihr habt ja hoffentlich gestern im Interview gesehen, da war ja No Hard Feelings an irgendwen oder sowas. Also all good. Der hyperaktive Tolkien, der am Stuhl vorbeifährt und mich fast mitnimmt. Und ne? Stuhl da war Fuß. Knapp, ne? Ich brauche meine Beine. Tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. Aber wie gesagt, also es geht einfach darum zu gewinnen. Wenn Arugins Call ist, er gewinnt von zu Hause, dann Bruder, gewinnen. Das ist alles, was uns am Ende juckt. Was macht der NNO-Merch? Ja. Ja. Werf ich mal in den Raum. Kani und Brücki sind hier unsere Redeführer. Ja, also. Ja, also ich habe mich extrem, um Merch gekümmert. Also da habe ich ganz viel Arbeit reingesteckt und ja, also da weiß ich auch komplett Bescheid. Also wir haben jetzt schon circa 20.000 Pullover vorrätig für den Winter. Ne? Wird ja kalt. Heizung abgestellt und so. Ihr kennt das mit den Gaspreisen. Moderne Wikinger. Ne? Das heißt, Hosen haben wir nicht im Sortiment, aber für den Oberkörper wird es einiges geben. Also, ihr vergesst einfach alles, was Brücke gerade gesagt hat. Also, den Merch hat er bei uns Argorin durchgeplant, deswegen ist es ein bisschen schade, dass er das nicht sagen kann. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass die ersten Samples demnächst bei uns ankommen sollten. Ja. Das darf man das sagen? Ja. Die Samples sollen, glaube ich, in der Woche, in den ein, zwei Wochen nach dem Bootcamp, sollen die Samples bei uns ankommen. Dann können wir schauen, wie uns die Qualität passt, ob wir mit dem Hersteller zufrieden sind. Und dann werden die nächsten Schritte eingeleitet. Welche das sind, weiß nur Argorin, aber er wird sie bestimmt einleiten, wenn es soweit ist. Das ist völlig richtig, denn Argorin ist der Typ, der alles macht, was das angeht. Ja. Aber gut, dass ihr gefragt habt. Ne? Ja. Wir müssen eigentlich eine NNO-Kappe vor der Eintracht-Kappe rausbringen. Da wäre, glaube ich, sehr smart. Ja, ein paar Wer trägt denn eine Kappe? Wer trägt denn eine Kappe? Twitch, wer aus dem Chat trägt eine Kappe? What the fuck? Im Winter. Die soll mal eins schreiben. Natürlich. Also es gibt eine Menge Leute, was, die so wisst ihr, was da? Tragen, aber doch nicht im Winter. Wer trägt denn im Winter eine Kappe? Hallo Kevin. Hallo Kevin. So, seht ihr das? Seht ihr das? Alter, wie viele Leute tragen denn Kappe? Seht ihr das? Mein ganzer Chat trägt Kappe. So. Habt ihr gerade eine Kappe alle auf? Alle Chats tragen Kappen. Schau mal, die tragen alle Kappen. Ja. Okay, bringen eine Kappe raus. Komm, ruf Argorin an. Der soll die Kappen für dich machen. Ruf Argorin jetzt an, komm. Schalt ihn zu. Da wird ein Wettrennen. Wir müssen irgendwo noch irgendwelche... Eine Kappe? Ich will ein Vektorkondom rausbringen. Ja, das kannst das du gerne machen. Das war meine Idee, ja. Da habe ich Patent drauf entwickelt. Ist genauso wie hier mit dem, ne? Twitch Prime sei mein. Ist auch meins. Nicht Tolkien Vektorkondom, NNO-Brücki. Ja, wir brauchst du ja am nächsten noch. Ja, ganz genau. Aber du hast mir den Laster geklaut. Ja. Auf den Nexus. Ja, mein Nexus. Ja, hab ich, das hast du, ja. Da hab ich nicht so gefühlt, muss ich sagen. Mein Nexus. Wo ich da meine ganzen Türen jetzt aufgebaut habe um das Ding rum. Dann hast du den Gender gefaltet. So, wir benutzen alles Kondome. Oh, geil. Oh Gott. Dieser Podcast. Ja, da ist auf jeden Fall Freddy's Chat sehr still. Entschuldigung? Vielleicht auch besser so. Warte, besser so, weil sie sich dann fortpflanzen, oder? Ja, das ist doch gut, wenn sich die fortpflanzen. Wenn sie gebildet mal, bei dir im Chat zum Glück, ne? Bei dir wird verhütet, Brücki. Genau. Ja, klasse. Das hat Gedankengut, meine ich, weiter rauskommen. Die Wikinger sterben aus. Die Wikinger sterben aus.
Ja gut, dass wir die Backdoor-Kondome-Problematik auch abgehakt haben. Ne? Aber wie hättest du die denn designt? Hättest du einfach dein Gesicht so drauf gepackt? Ey, es war Brückis Idee und ihm ist seine Idee wichtig. Brücki, willst du das ausführen, wie du es designt hättest? Du weißt ja, wichtig, dass deine Idee ist. Also, ich würde empfehlen, einfach den hässlichsten Eumel unseres Teams drauf zu klatschen. Und dann wäre er Kani, ne? Oder? Also stell dir vor, du machst da so einen Kani-Kopf drauf aufs Kondom. Oh Mann, dann zieht der Mann sich den drüber und dann sagt die Frau oder der Mann, wie nachdem, boah, das sieht echt scheiße aus, lass mal lieber stecken. So. Zack, Problem gelöst. Das ist die ultimative Verhütungsmittel. Verhütung. Ja. Die ultimative. Da passiert gar nichts mehr. Ja. Da wäre es aber ganz ruhig dann, ja. Ja, so verhüten Linkspieler mit dem Ebenbild eines Linkspielers. Warum Kani? Warum Kani? Ich bin eigentlich sehr schlagfertig, aber. Brücki, das mag ich nicht. Ja, darauf ist ein Comeback schwer, glaube ich auch. Ja, jetzt schwer. Kani, was soll man darauf sagen? Ich würde es benutzen. Aber bei mir hätte das einen anderen Effekt, glaube ich. Ja, neue Fragen, neues Thema, würde ich sagen. Neue Fragen, neues Glück. Neue Fragen, kennst du? Bitte keinen Sex mehr. Also Thema, als so, Thema. Als Thema. Komm, wir machen eine ganz kurze Frage. Warum hat Arwin den Kill trotzdem genommen, nachdem Brücke mit Jin schon geultet hat? Die Frage kam gestern schon mal. Da war eine Situation, wo Envy weggelaufen ist. Ich ulte da, damit Echo nicht nochmal wegdashen kann und wir den Kill einfach früher kriegen. Weil umso früher du wieder auf der Map bist, umso besser ist es. Vor allem für ein Team, das so Tempo, also so allergisch gegen Tempo ist wie wir. Ne? Also ist schon wichtig, wir Sachen schnell spielen, wenn wir können. Ich glaube, dir hat keiner von uns zugehört, aber es war bestimmt witzig. Wichtig. Ja, war beides. Wichtig und witzig. Okay. Echt? Habe ich nicht zugehört, ehrlich gesagt. Ich war noch gerade am neuen Frage legen, aber du bist ein ganz lustiger Brügge. War klasse. Okay. So. Was passiert mit eurem Slot, solltet ihr gewinnen und nicht spielen dürfen? Da wissen wir noch nicht. Also, entweder Teile von uns spielen. Das wird einen meistbietenden Versteiger. Die könnten auch heute. Ich bin immer noch großer Fan von Team Twitch Chat. Da bin ich großer Fan von. Oh ja. Wir suchen noch heute 5 Spieler, die dann treten. Heute 5. Aber erstmal muss man. Da müsste mindestens Diamond sein, glaube ich, um zu dürfen. Echt? Ich glaube, die Regel gibt es ja. Oh. Oder? War früher so eine LEC-Regel. Ich glaube, die haben ja auch. Früher gab es das. Ja. Macht ihr ein Crowdfunding für einen NNO-Rollator? So alt sind? Nee, ich bin jung. Pff. Habt ihr Brücke gesehen im Video gestern? Habt ihr Brücke gesehen im Video? Als Rentner? Ei. Ey, der Mann ist für die Rolle geboren. Für die Rolle. Aber allgemein, auch Brücki hat gestern eine Menge guten Content gehabt. Auch dieses Eintracht Spandau-Interview. Ja. Da war ich auch dabei. Ja, war auch gut. Also die ist schon ein Schauspieler. Am besten war aber Gefangen in der Zockerhölle. Ja, das war der beste Content, den du je schauspielerisch gemacht hast. Das war, glaube ich, Kevin auch. Kevin Westphal, du, Actionrollen. Aber glaube ich, schon auch mit der beste Video jemals, ja. Ja, tatsächlich. Honestly, war einfach geil. Bester Content. Wer das noch nicht kennt, das ist uralt, glaube ich. Aber generell kann ich euch da nur empfehlen, Eintracht Spandau mal auszuchecken. Da sind viele coole. Das ist so ein B-Team, aber ja. Ich meine, der Content ist ganz gut. Ne? Der Content ist halt schon sehr, sehr gut. Ja, ist halt über den Content, ne? Spielerisch, wettbewerbstechnisch muss man da nochmal wirklich ein bisschen ranklotzen. Ja. Aber Content ist super. Sind nicht sogar nach Korea geflogen dafür oder sowas? Oder? So ein hasserfüllter Toplaner, wisst ihr? Der spielt Toplane, wird runtergerannt von so einer Botlane und fängt die halt so an zu haten, ey. Aber ich wäre auch frustriert als Toplane, du kommst ja zu nix. So, du bist da oben, spielst Tank gegen Tank Matchup und nach 20 Minuten explodiert Nexus auf einer Seite. Da wäre ich auch frustriert, Tolkien, ist schon okay. Wie waren denn Playoffs mit Spanner? Ich weiß es einzuschätzen. Wie waren denn Playoffs mit Spanner? Diese Season war gut. EU Masters? Abgeräumt? Das Böse als ich. Wir haben gestern gegen Wave verloren, Jungs. Spanner hat auch schon gegen Wave verloren. Oh mein Gott. Ja. Reicht. Und nicht nur einmal. So, hätte die Relegation, ist es gut, dass die online ist oder hätte sie lieber offline gespielt, die Relegation? War eine Frage aus meinem Chat. Lieber offline gespielt oder online? Safe offline. Offline, weil da den anderen die Eier mehr schlackern als uns. Junge, stell mal Envy Carry vor 1000 Leute hin. Der fängt an zu schwitzen, untenrum. Der kann doch gar nichts mehr. Ich glaube auch, dass offline für uns, weil wir halt ein bisschen mehr Erfahrung haben, wesentlich besser ist, ja. Das wäre ein Riesenvorteil. Also wir haben gestern mit nicht so viel Respekt gespielt gegen uns, hatte ich das Gefühl. Ja, aber so wie wir gespielt haben, haben wir auch keinen Respekt verdient gehabt. Das stimmt. Ja, ja. Also. Das stimmt leider auch, ja. Wir haben gut gespielt. Leider. Leider.
Boah, können wir irgendein anderes Thema haben? Das ist irgendwie kompletter Downer. Was haben wir noch? Komm, wieder irgendwas mit Kondomen. Okay. Dann nehmen wir mal aus Karnitz-Chat. Die haben bestimmt ja, was Karnitz. Cooles. Oh, nee. Stellt mal Envy vor Freddy, der ist nur halb so groß. Christoph Daum Impression war schon sehr, sehr geil. Kennt ihr Christoph Daum? Weil ich kannte das Interview vorher nicht. Brücki meinte, er war damals irgendwie 5 Jahre alt, als der Typ das ich gemacht hat. Ich kannte das auch nicht. Ich muss mir das anschauen danach. So, tatsächlich. Ich muss mir das anschauen danach. Ich glaube, das ist aus 2000er Zeit. So. Ja, aber da hab, also ich habe mich da noch nicht für Fußball, glaube ich, so richtig interessiert. Also nicht für Fußball, den ich nicht selbst gespielt habe. Und ich weiß mir noch nicht sicher, dass ich wusste, was Kokain ist. Okay. Wer von euch hatte die beste Work-Life-Balance? Darüber können wir vielleicht mal reden. Wie eure Tage so ablaufen. Einfach mal es so ist safe nicht Fred Erik. Ich habe gehört, der Mann schläft irgendwie 4 Stunden pro Nacht. Ja. Ja, das ist nicht gut. Ja, ich muss ja heute, ich komme heute um 3 Uhr nachts heim und dann habe ich um 8 Uhr meinen Termin. Und dann habe ich den Follow-up um 11 und um 8 Uhr abends habe ich dann die Aktion mit Edotrix. Das ist perfekt durchgeplant. Das klingt extrem scheiße. Also, ja, aber also nee. Wie ist denn euer Work-Life-Balance? Also ihr streamt doch auch alle 7 Tage die Woche. Ja. Ja, also jetzt erzähl also, mal, was ist dein normaler Tag? Also, ja. 2021 war mein Alltag echt anstrengend, weil ich habe quasi immer gestreamt. Ich habe meistens, also Maxim will ja immer richtig früh streamen, da habe ich ja viel mit dem Coaching gemacht. Und dann bin ich immer hin, so um 9 Uhr, habe ihn gecoacht, bin dann nach Hause und habe dann gestreamt so bis 17 Uhr was Uhr, dann gecastet an allen Spieltagen von Prime League, was immer super Wochen waren, also immer 3 Tage und so. Da hatte ich eigentlich meistens so von 9 bis 23 Uhr. Und dann immer noch an den anderen Tagen gestreamt, das war viel zu viel. Nach Korea habe ich mir gesagt, das reicht jetzt nach 1,5 Jahren, sonst habe ich irgendwann, geht mein Gehirn explodieren. Und habe einfach aufgehört, viel zu krass, nur so einmal alle 2 Wochen oder sowas. Und dann hatte ich richtig viele freie Abende. Mega entspannt. Also seitdem ist mein Alltag einfach viel besser. Also, und wie sieht jetzt dein normaler Tag aus? Also ich habe jetzt meinen Schlafrhythmus sehr angepasst. Ja. Letztendlich gehe ich jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio in Spandau, gerne auch mit Brücke und Johnny, die bin ich schon mal begegnet dort. Aber die stehen irgendwie nicht mehr früh morgens auf. Aber jetzt, mein Start muss an. Also, jetzt, gleich dann. Also ich stehe jetzt immer so 11.30 Uhr auf, weil wir hier sind wegen der Playoffs, damit ich halt nicht so früh schon müde bin. Normalerweise so 8 Uhr, 8.30 Uhr spätestens und dann fange ich so 10 Uhr, 10.30 Uhr an zu streamen. Nach Gym, Schwimmen, Duschen gehen und dann streamen. Und dann streame ich eigentlich meistens so bis 17, 18 Uhr maximal und habe dann freie Abende. Also super entspannt mittlerweile. Ich habe so 7-8 Stunden Streams, das war's. Ja, es ist 7 Tage die Woche. Aber dein Alltag klingt, also für mich, ich mein Gehirn wahrscheinlich explodiert, was du machst, kann ich nicht machen, so viel. Viel zu krass. Ja, ich glaube, ich verteidige mich gar nicht zum Gym-Ding, weil ich einfach meinen Schlafrhythmus geändert habe in der Corona-Zeit und dann habe ich mich auch nicht wieder umgewöhnt. Ne? Dann ist halt diesen Schweinehund überwinden und morgens um 8 oder 9 zum Gym zu gehen, ist einfach nicht mehr drin für mich und ich mag das auch nicht, abends hinzugehen. Aber du gehst mit Johnny? Oder mit ich war immer mit Johnny da, ja. Ja, weil also ich finde so zweit ist viel, also du gehst alleine? Das ist krass. Die wollen ja nicht. Das ist echt krass. Weil, also, alleine also die wollen ja nicht, ist halt... Für eine Weile wollte Kernos mit mir mitkommen. Ja. Kernos wollte dann immer. Aber das Problem ist, der hatte entweder LCK-Cast oder Prime League-Cast. Und dann kann er den Schlafrhythmus nicht so adaptieren, weil der hat richtige Schichtarbeit quasi. Und deswegen, sonst, dann wollte er nicht mehr mitkommen. Gut, also Work-Life-Balance ist bei mir folgendermaßen. Ich habe manchmal so Phasen, wo ich gerne mit Menschen was zu tun habe. Dann streame ich etwas weniger. Das streame ich auch nicht so gerne generell, weil ich ab und zu, habe ich letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ich mag manchmal unser Business nicht so. Also quasi unseren Job mag ich nicht so sehr, weil wir auch mit Menschen in Kontakt kommen, die ich jetzt nicht appreciate, sagen wir mal so, im Chat. Wisst ihr? Mhm. Also es ist manchmal anstrengend. Manchmal ist da diese... Also auch alles, was Social Media angeht und so, einfach sehr anstrengend für mich. Dann streame ich etwas weniger und bin gerne mit Menschen im echten Leben mehr unterwegs. Und dann gibt es aber auch genau das Gegenteil, wo ich mich sehr einigle, sehr isoliert bin und dann ganz, ganz viel streame. Und das ist aber immer so ein Hin und Her. Also ist jetzt, glaube ich, keine gesunde Work-Life-Balance oder so, aber ist so, ich komme damit gut klar. Das ist ja manchmal auch Wochen, wo du einfach irgendwie 12 Stunden jeden Tag streamst, ne? Kommt wenn du Spiele hast, die dich so richtig mitreißen oder so, und ja. Du guckst du auf den Tacho, ist 4 in der Früh, Brücki ist live und so. Ja, ja, also wenn ich ein Spiel habe, was rauskommt, was ich extrem geil finde, dann haue ich das auch durch. Ja, ja. Also ich glaube, ich meine, bei mir ist es noch alles ein bisschen anders, weil ich bin ja noch kein, also ich bin ja kein Fulltime-Content-Creator, ich bin ja auch noch Student, ich mache sogar mein Studium noch fertig. Und das, ich bin auch da. Du arbeitest ja auch nebenbei noch, ne? Ja, aber das ist nur so ein Minijob, das ist nur ganz, ganz wenig. Das ist bloß, das sind in der Woche vielleicht 2-3 Stunden. Also das ist echt, ich bin da super happy und ich muss auch nur selten pendeln, weil ich arbeite ja eigentlich noch in München, weil ich arbeite in der Firma schon seit 7 oder 8 Jahren. Einfach so als kleine Aushilfe, wo man mich braucht, helfe ich.
Und das meiste jetzt, dadurch, dass ich halt auch mehr Ahnung habe durch das Studium, kann ich das meiste am PC machen, muss und selten pendeln. Genau, und bei mir war es eigentlich immer so, ich bin auch der Einzige, der keine feste Streamingzeit hat. Ihr habt ja alle eure Zeiten so unterm Tag, eure Zeiten, wo ihr online geht, so grob. In etwa, ja. Genau. Und bei mir ist es einfach mal so, was ansteht. So, ich versuche, also ich gehe jetzt auch seit 2 Monaten ins Gym, weil ich das einfach so rausgefunden habe, dass gerade wenn man viel am PC sitzt, und ich sitze ja fürs Studium und für die Arbeit bin ich auch am PC, und dass man das einfach braucht, und vor allem mir hilft, dass ich auch immer vormittags einfach um den Schlafrhythmus okay zu halten. Und dann streame ich halt, je nachdem, was halt ansteht, Haushalt oder sonst drumherum, wenn halt irgendwas ist, keine Ahnung. Ich habe da nicht so den Rhythmus. Deswegen ist das bei mir alles immer ein bisschen all over the place, aber irgendwann werde ich da schon reinkommen. Aber mein Schlafrhythmus ist nicht schlecht. Also das ist, ich gehe um 1 ins Bett und stehe um 9 auf. Hm? Ja. Ja, möchtest du noch gerne was zu deinem Work-Life-Balance sagen? Ja, ne? Du stehst morgens auf und dann machst du den Stream an und dann machst du den Stream aus und dann gehst du schlafen, oder? Also. Pretty much, ja. Also ich stehe so zwischen 12 bis 14 Uhr auf. Dann habe ich meistens eine Stunde im Vorfeld, wo ich halt Essen mache und Vorbereitung und Food Prep für später. Und dann streame ich bis 1 Uhr nachts. Manchmal so. Ja, das machst du, oder? Mache ich tatsächlich, ja. Mache ich wirklich. Ich esse, gehe einkaufen. Durch die Hände deiner Mutter wahrscheinlich. Auch, ja. Nein, ich hab natürlich, meine Familie hilft mir natürlich schon ungemein. Und dann streame ich so bis 1 und dann habe ich frei bis um 6 in der Früh ungefähr. Und da mache ich dann halt meistens noch die anderen Sachen, die anstehen und so. Und dann kann ich meistens nicht schlafen. Und dann, ich habe mal so eine Zeit lang so eine App verwendet, so für, um den Schlaf zu monetarisieren. Ich kriege also durchschnittlich so 4,5 bis 5 Stunden Schlaf. Das heißt, ich müsste da irgendwie ein bisschen was ändern, aber ja. Ich hole mir das immer zurück, wenn ich frei mache, weil dann schlafe ich immer so 14, 15, 16 Stunden. Und dann ist das wieder gut. Wann hast du das letzte Mal frei gemacht? Das ist schon ein bisschen her, aber ich wollte mir diesen Monat einen Tag frei nehmen. Diesen Monat. Ja. Ja, ist gut. Ja. Hört sich auch gut an. Rum, ne? Naja, nee, im Oktober wollte ich. Mein Vater hat Geburtstag. Ich wollte im Oktober einen Tag schlafen. Da wollte ich mal einen Tag frei nehmen im Oktober. Oktober, ja, schlafen. Ja, that's it. Okay, das hätte ich nicht mal. Nächste Frage. Nee, fand das lustig. War sehr nice. Ja, nächste Frage bitte, Leute. Gib uns eine gute Frage jetzt. Wir haben 4 Chats offen, ich will eine gute Frage jetzt hören. Wo man vielleicht mal ein bisschen deeper gehen kann, wo man ein bisschen übers Leben reden kann. Versteht Was ihr? Was studiert Kani? Das will doch keiner wissen. Achso, Entschuldigung. Okay. Maschinenbau, um unsere Twitch Prime Subs besser kennenzulernen. Nimm das Mikro wieder. Ja, weil nur Maschinen und subscriben. Das ist dieser Standardspruch. Ich, wenn in meinem Stream sage, dass ich Maschinenbau studiere, dann kommt entweder dieser Karohemd und Samenstau, ich studiere Maschinenbau, oder studierst du das, um deinen Körper besser kennenzulernen? Das sind immer die 2 Sprüche. Wenn ich jedes Mal 1 Euro für diesen Spruch bekommen könnte, dann... Klasse. Brücki wollte eine gute Frage, hallo. Wann heiraten Brücki und Tunni? Dankeschön. Und wird es eine Twitch-Hochzeit? Danke. Ja, ich würde eine Twitch-Hochzeit machen, glaube ich. Würdest du? Wenn ich heiraten sollte, dann fände ich es sau cool. Ich weiß gar nicht, warum es das nicht gibt. Einfach so eine voll durchmonetarisierte Twitch-Hochzeit. Das haben doch die... Die Scheiße refinanziert sich. Das, wenn Tunni hört, die bringt dich um. Ist doch egal. Da wurde doch schon mal gemacht von irgendwie so Logan Paul oder so, ne? Aber finde ich mega. Du lädst einfach alle Content-Creator ein. Hast dann so den AMD-Altar und die Bionade. Der AMD-Altar. Und dann hast du so, der Priester macht dann die ganze Zeit so Merch, baut die ganze Zeit so Sachen ein. Tunni schreibt einfach nur fest. Oh nein. Ja, wäre jetzt so mein Vorschlag, Tunsen. Du kannst deinen Vorschlag auch nochmal einbringen, ne? Aber ich sag auch, ist teuer. Inflation kommt und... ist schon da, ja. Man muss ja gucken, wo man bleibt. Und wenn der AMD-Altar aufgebaut ist, dann machst du so lauter so CPUs und Grafiken. Dann hast du noch den Altar. Ihr seht das große Bild. Ich sehe das Bild. Auf die Twitch, Vision. Aber auf Twitch live übertragen. Und dann sitzt da Trimax neben Montana Black und... Und laufe ich mit Tunsen da vorbei. Und dann wird der Ring angesteckt, der, was weiß ich, Bionade-Ring.
aus Kronkorken gefertigt. Kennt ihr diese alten Automaten, wo es dann diese Plastikkugeln gab? Ja. Oder einen Ring. Und da hast du einen, und dann musst du den erst so am Taltar musst den so aufdrehen und der ist auch so gesponsert. Und dann konnte so der Plastik. Finde ich geil. Ich weiß überhaupt nicht, was das Problem jetzt ist. Ja, Tutti, ne? Grüße gehen raus. An der Stelle gute Besserung, sie hat Corona. Ne? Ja. Das war wahrscheinlich ein weiterer Schlag jetzt gerade. Wer wichtig, du überlebst, ne, für unseren Plan. Nächstes Jahr im Sommer? Das musst machst du gerade einen Antrag oder was? Ja, nee. Machst du gerade einen Antrag on Stream? Ich kläre es erstmal mit den Gästen ab und dann frage ich Tunsen. Ne? Oh mein Gott. Ja, also ich habe Zeit. Als Influencer reitet man sich auch gerne selbst. Wenn Toni jetzt Nein sagt, dann halte ich mich halt selbst. Oh Gott, die arme Toni. Ja, gut. Nächste Frage. Nächste Frage, bitte. Weiß nicht, ob ich überleben will. Weiß nicht, ob ich überleben will. Oh, das ist hart. Oh Gott. Red Bull Ring wäre auch nicht schlecht gewesen. Mhm. Daran haben wir nicht gedacht. Kann irgendeine Frage aber kommen? Bitte, Guys. Bitte. Nee, alles gut. Du hast doch die Frage bitte gestellt. Ich lese sie vor. Ich habe sie nur vorgelesen. Ne? Alles gut. Magst du Fortnite? Das ist eine gute zum Überspielen. Tolkien. Ich bin mit allem Battle Royale nie richtig warm geworden. Ich habe auch grundsätzlich nichts dagegen. Ich habe gesehen, einige von diesen 13-Jährigen, die haben ja insane Mechanics. Also wenn die zeitgleich schießen und bauen oder was auch immer, da sehe ich nicht durch, da bin ich zu alt für. Also meine Hände, ne, die, ich bin washed up, ich bin alt, ich bin in Rente gegangen. Das verstehe ich nicht bei Fortnite, aber ja, ich habe mal für eine Weile PUBG gespielt. Das war das einzige von diesen Art Games. Das fand ich eigentlich. Das erste ist auch so richtig groß, oder? Was, H1Z1 oder so? H1Z1. Genau, und dann, also, aber Fortnite selbst habe ich nie richtig den Hype miterlebt und dementsprechend bin ich auch nicht richtig drin. Ich war generell immer richtig scheiße in Shootern. Also ich war nie gut in irgendeinem. Und deswegen wäre ich auch mit Fortnite nicht besser oder warm. Ich fand das am Anfang, actually, das darf man ja nicht sagen, ne, aber am Anfang, als das rauskam, fand ich das richtig geil, das Spiel. Irgendwann haben die Leute diese gelernt, halt so richtig schnell zu bauen und dann habe ich einfach nichts mehr getroffen und war einfach überfordert. So, aber am Anfang, als das noch war, du hast also so ein kleines Kabäuschen gebaut und oben rausgeguckt mit deinem Kopf und hast irgendwelche Leute gesniped, der hat dann noch richtig Spaß gemacht. Gibt's auch mittlerweile, gibt's glaube ich, einen Modus, wo du gar nicht mehr bauen kannst, wenn ich mich nicht täusche. Ja, stimmt. Ist das nicht ja. Aber alles Wie meinst du? Leute. Ja, das sind Third Person, ja. Shooter auf Third Person ist doch kacke. Na, gibt's ja auch First Person. Hast du CSGO oder so mal gespielt? Oder Valorant? Also, ich habe hier damals bei Fortnite, ich glaube ja. Wie ist mal das Turnier? Nicht Ball, sondern Ball war dieses PUBG-Ding. Aber es gab noch einen Fortnite Ball. Ja, Fortnite Ball, hieß das so? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Auf jeden Fall habe ich da Kills gemacht. In meiner ersten Fortnite-Partie. Sofort in meiner ersten Fortnite-Partie habe ich so ein paar Streamer weggerotzt. Verstehst du? Ich habe quasi Talent dafür, aber ich habe da doch kein Interesse mehr. Ach so. Ne? Ich denke, wenn man so high einsteigt, dann sollte man nicht mehr weitermachen. Aber es gab so ein Legendary, da konnte man sich in so ein Gebüsch verwandeln. Und ich habe immer dieses Legendary gesucht über die ganze Karte. Dann habe ich mich als Busch versteckt und dann habe ich mich irgendwo hingestellt. Und einfach gewartet, bis ich alle umbringe und dann bin ich immer so Top 5 gekommen. Sehr gut. Ja, das war klasse. Ja, das sind einfach beides Legenden. Ja. Wann kommt NNO Valorant? Tatsächlich habe ich glaube, da war auch das Interesse der anderen da, dass wir so einen gemeinsamen Abend, wir hatten da also schon mal einen Pokerabend, haben wir mal gemacht. Wir hatten dieses Phase 10-Ding, haben wir mal gemacht. Da würde ich mich eigentlich auch mal sehen. So NNO Valorant, so ein Fünfer-Game oder meinetwegen das League-MMO, da bin ich euer Magier. Und Freddy ist unser Krieger und Brücki heilt uns alle. Bin ich nicht der Magier halt? What? Naja, weil das wäre zu Klischee, dass du jetzt Control-Mage spielen musst, auch in einem MMO. Was bist du als Top-Laner? Ja, ich bin der Magier. Ist das für vier, oder was? Hä? Top-Lane-Schmerz. Das ist so nichts. Also ich will aber der Magier sein. Der Krieger, Brücki ist der Schütze? Nein, weg von League of Legends Klischees. Er ist der Schütze. Kikrani ist der Priester. Und Arguin ist der Rogue. Ja, der Schurke. Ja, Schurke. Ja, voll geil. Gibt's denn da alle kurz, diese Klassen? Das machen wir natürlich nur gegen Geld. Ich habe keine Lust, meine Freizeit mit diesen Lutschern hier zu verbringen. Und wir können aber sehr gerne verkaufen, dass wir diese Spiele spielen. Wenn ihr also Interesse habt, kommt zu, bietet uns Abend und wir sind euers. Ja. Wann kriege ich Geld dafür, dass ich ohne Hose neben einem halbnackten Brücki spielen musste?
Du willst für die Leistung gestern bezahlt werden? Naja, vielleicht war die Leistung so, weil du eben halt nackt warst. Habe ich dich abgelenkt, ne? Ja. Ich habe ganz immer so rübergespitzelt. Ja. Okay, noch ein unangenehmes Thema. Such eine Frage. Das ist, glaube ich, eine Frage für dich, Brügge. Denkt ihr, dass wir in einer Meritokratie leben? Oder wie würdet ihr unser Gesellschaftssystem beschreiben? Ja. Nee, glaube ich nicht. Also, ich würde sehr gerne mit euch Fortnite Wow. Sehr gerne mit euch Valorant spielen. Valorant können wir gerne machen. Valorant wäre mal geil, ehrlich gesagt. Jetzt nach der Relegation würde ich ganz gerne wieder so Valorant-Abende, Valorant-Turniere, wie ich hier schon mal ausgerichtet habe, wieder machen. Die sind zu gut mittlerweile, die Leute, die du hast. Diese Leute sind einfach... Du kannst irgendwelche Loser, die genauso schlecht sind wie wir. Ja! Es gibt locker Leute, die schlecht sind noch immer. Also Valorant ist halt mittlerweile richtig schön etabliert. Das heißt, die meisten Leute sind halt richtig gut. Ja, richtig. Und wenn ich so an die alte Gruppe denke, da ein paar von denen haben wir auch gepusht in Valorant. Ja, viele sind da, wie hieß das, Immortal oder sowas? Immortal sogar, Radiant ist gleich das höchste. Nee, Immortal ist quasi so, ist auch so ein Master, glaube ich, aber da gibt es ganz viele. Also die haben irgendwie 30.000 Masterspieler, glaube ich, gibt es da. Really? Ja. Das ist ja nichts wert dann. Sind alle schon round. Das ist dann wie in CSGO tatsächlich. In CSGO ist ich auch wollte so die Leute gerne loben, mit denen wir gespielt das haben. Das Global Elite sagen, ist so Diamond Plus oder so in League. Das ist richtig krass, wie viele Leute Global Elite sind. Ja, ne? Also das bedeutet praktisch in Shootern, ihr strebt für was und das ist nichts wert. Ja, ne? Nicht so wie Challenger in League, ne? Da sind nur richtige Giga-Chats unterwegs. Aber du hast jetzt wirklich das groß geplant, im Sinne von, also du willst wieder dein Brücki Invitational aufführen oder wie? Ich möchte gerne so Sachen wieder machen, ja. Also ich möchte definitiv... Und das machst du dann auch alles, ich dachte, du machst da nichts for free, sondern nur für Millionen pro Abend. Wer ist denn dann dein Aufhänger? Habe ich dich gerade genauso verwirrt wie den einen oder anderen Twitch-Chat-User? Ja? Nee, ich dachte nur, da ist vielleicht ein bisschen, you know, NNO gegen... Ja, aber ich... Also, ja, also ich bin aber nicht so... Ja, Soda ist schon sehr gut in Shooter. Also ich möchte nicht zu Firmen geben und sagen, gib mir mal Geld. Nee, weil ich will doch ein cooles Projekt machen. Ja, es soll auch ein cooles Projekt sein. Wie nein, ist doch cool, gegen zu spielen. Ja. Nein, aber so... Spielen, ohne Geld. Ja, genau, das sage ich doch auch. Wenn du einfach gegen die spielst, und das dann Sponsor oder so dabei, so bist du halt viel freier. Und die Events früher von Bulky waren echt am Zeit, als alle noch kacke waren, waren richtig nice. Auch ins Mikro. Achso, ja. Also die Valorant-Events, die Valorant-Turniere früher, als wir alle noch schlecht waren und immer nur einmal in der Woche gespielt haben, die waren richtig geil. Ja. Ich war bei den ersten vier Turnieren ja auch dabei oder so. Du warst ja mit deinem Brimstone oder wie. Ich meine, hier diesen Typen mit den Wänden-Dingen machen konnte. Ich war bei jedem Brücke-Invitational dabei, den schulst du mir halt gar nicht an. Aber es muss ja, also wie Freddy gesagt, das wurde irgendwann einfach zu hart. Und so ein cooles Ding, so gegen wie, nein, wir sind ja obviously besser als wir in einem League. Aber wenn wir dann so ein großes Turnier machen, könnten wir noch Valorant, TFT. Du kannst legit alles machen, du könntest so einen Marathon machen gegen voll Vinein. Geil. Ja, bloß sind die in irgendeinem Spiel ansatzweise so gut wie wir? Guck dir mich denn an, also ich kann es organisieren, wenn ihr wollt. Die sind auch safe in Valorant besser als wir. Ach, die haben nur einen Sola. Die haben Sola, aber man kann in Valorant ja auch von wie nein machen. Das ist kann man? So. Klar. Wenn Sola... Sola? Ja, Sola ist doch Diamond auch, oder... Diamond? In Valorant sind wir doch auch. So schwer ist er doch nicht, so ein bisschen schießen. Also ich glaube, in Valorant kannst du von wie nein machen, in League nicht so sehr. Da war im Übrigen ein Scherz, ne? Offensichtlich. Das wär, aber dann wird es ja knapper, weißt du? Dann könntest du halt noch andere Spiele reinnehmen. Hm? Ich glaube, TFT ist wahrscheinlich ein bisschen unfair mit hier dir wahrscheinlich, ne? Ja! Ja, mit euch beiden. Ja, euch beiden. Kani und Brügge. Allein fertig. Kani war doch in Barcelona bei dem TFT-Event. Ja, mit Solo gesagt. Ich spiel seit 12 Jahren League of Legends und ich habe in einem TFT-Turnier mehr Earnings gemacht als in 12 Jahren League of Legends. Motivierend. Also, es motivierend. Ist Ja. Dann müssten wir noch Runeterra, da ist Brücke, glaube ich, sehr versiert. Stimmt, du hast es mal gespielt. Ich habe alle Spiele schon gespielt, ja. Hm. Aber Runeterra ist auch schwierig, weil da immer neue Sets kommen, ne? Ja, also müsste sich ja erst einarbeiten. Ich meine, das Grundsystem, klar, aber... Es gibt immer neue Sets und man könnte... Runeterra ist nicht so schlimm, nicht so schwer reinzukommen, weil das Game an sich simpel ist. Du musst dein Deck so ein paar Mal spielen, dann kennst du dein Deck. Und klar, die Gegnermechanik solltest du eigentlich auch kennen, aber wenn du so einfach so ein paar Meta-Decks hast und dann die drei Decks kennst, die Meta sind gerade... Dann kann man einfach spielen mit wenig Vorarbeit. Kann man auf jeden Fall machen. Ich hatte auch mal so ein Twitch-Rival-Turnier, da hatten wir einen, der uns praktisch gecoacht hat, so ein bisschen. Und dann, wenn der dich in die Decks einführt und sagt, was die machen, also du machst dann relativ wenige Fehler tatsächlich danach. Wahrscheinlich, ja. Ja. Also es ist schon, das geht schon, wenn du da jemanden hast. Aber das Spielprinzip ist ja ein bisschen awkward da mit diesem Turn-Based, dass du manchmal halt deine Runden irgendwie abbrichst, damit der Gegner keine Aktion mehr kriegt und so, ne? Mhm, genau. Also das war für mich ein bisschen schwierig, erstmal reinzukriegen, weil das nicht wie so ein normales... Die Mechanics der Runde musst du ein bisschen drauf haben. Da gehört auch Erfahrung zu, ja. Aber da bin ich auch. Ich bin
kurz vor Master gewesen und ich habe eine Woche gespielt. Ich wusste gar nicht, dass du so hoch warst. Kurz vor Master? Ja, aber ich habe ein Meta-Deck gespielt und ich war kurz vor Master. Aber eben Jinx? Nee, es war Azir Irelia. Habe ich eine Woche gesuchtet und dann war ich kurz vor Master, aber das war auch, also ab dann wird es ein unendlicher Grind. Ich glaube, also eins, das war irgendwie so Thumbkin Fresh oder so, das hat mir richtig Spaß gemacht, als wir dieses Turnier gespielt haben. Aber gut, das können wir machen. Ja. Hier, Blade Show, geh doch mal jetzt. Ist Blade Show gerade bei dir im Chat? Die Eule, die du bist. Geh doch mal bei V9 fragen, wann ihr denn mal Bock habt. Wir müssen einen Spieltag nehmen, der außerhalb des Wintercups ist. Ja, am besten einfach also Off-Season. Einfach Wochenende. Wieso Offseason? Oder willst du nicht so lange hier, gute Frage von Chazza. Brücki, wäre das doch möglich, heute zu machen? Gute Frage an der Stelle. Ja, schwierig, ne? Ja, lass mal kurz alle zusammen drüber. Ja, aber es ist so ein Wochenende, wo man theoretisch sich ja mal zusammensetzen könnte. Oder halt die ganzen Games durchgehen könnte. Ja. Gerne. Gerne, muss ja nicht nur Rival Games sein, könnte was anderes sein. Wir können ja alles nehmen, theoretisch, ja. Boah, da wäre ich aber scheiße, ey. Wir müssen actually, wir könnten ja gucken, vielleicht gibt es da so einen Lostopf an Spielen. Dann wird ein Spiele gezogen. Und du hast eine so Konstante, sind die League-Spiele, da kannst du richtig im Marathon. Ja. Da musst du erstmal gucken, wie es den Leuten gefällt. Lass das mal ausarbeiten. Wir gewinnen jetzt erstmal am Dienstag, ne? Ja, aber das kann doch auch wie Nein ausarbeiten. Das können wir auch wie Nein dann machen. Ja, wir müssen auch outsourcen. Wir outsourcen da direkt. Blade Show, mach mal hier Plan jetzt. Kutscher vor allem ist beim Planen sehr, sehr gut. Aber da ist Kutscher also, auch da. Ja, da können wir auch direkt unseren 12-Stunden-Stream einarbeiten, den wir seit April machen wollten. Chantau? Ja, das ist gut drin. In Rocket League, ich habe das einmal gespielt. Ist das impossible. Ich war so schlecht. Hast du gespielt? Ich habe ein paar Stunden in Rocket League. Ich bin nicht gut, aber es macht sehr viel Spaß. Wir können auch mal Dota können wir mal spielen. Also das ist Rocket League, das, mit solchen Spielen, auch mit FIFA und sowas, habe ich nie was anfangen können. Aber ich finde halt so, ist halt so leicht zu gucken, dass es auch Spaß macht zu spielen und es einfach schnell zu verstehen. Und dann kannst du appreciate in Rocket League, wie gut Leute sind, weißt du? Während in Dota oder League, wenn du das Spiel nicht kennst, du kannst nicht wirklich verstehen, wenn jemand gut ist. In Rocket League, wenn er so crazy fliegt und sich eindreht, ist sehr geil. Schon ein sehr geiles Game. Ich habe nicht mal den Ball getroffen, als ich Rocket League gespielt habe. Das war schon zu viel für mich, ey. Leider. Junge, du kannst auch was planen, du Ekelschwein. Ich plane doch nicht wieder, damit du 24 Stunden pennst, sagt Kutscher. Und mich voll schnarchst, aber nur, weil er sauer ist. Er ist sehr sauer. Ja, ne? Hier ist noch eine schöne Zukunftsfrage. Wollt ihr immer Streamer sein? Oder habt ihr vor, später im Leben andere Sachen zu machen? Was ist euer Late-Game-Plan? Ich hab zumindest keinen Plan, weil ich so einen Tag hineinlebe. Aber ich kann auch nicht viel, ne? Also ich glaube, ich bin einfach ein bisschen stuck auf Streamer sein. Was soll ich sagen? Stuck. Ja, aber du würdest das schon dein Leben lang machen. Ich habe ja, ist auch nichts Schlechtes, ne? Du kriegst dein Leben lang viel, hoffentlich viel Geld. Und Twitch Prime ist mehr kostenfrei. Und Aufmerksamkeit. Also ist eigentlich schon nice so. Also man hat ja auch viele, ich kann meine Arbeitszeiten selbst einteilen. Alles ja sehr cool am Streamer sein an sich. Aber abseits dessen Qualifikationen aufzubauen, die einen anderen Werdegang ermöglichen, ist gar nicht so einfach, finde ich. Aber du machst ja gerade genau das mit Eintracht Spandau, ne? Also wenn ich Schauspieler werden möchte, meinst du? Ja, nein, aber also bei der ARD Lindenstraße ein bisschen, Opa Brücki. Ja, aber das ist also du diversifierst dich so ein bisschen. Du kannst auch im Hintergrund sein und Sachen machen und Schauspielkunst. Also du bist nicht nur ein reiner Streamer. So richtig. Bisschen. Und du baust Connections auf. Das. Wichtigen Leuten wie zum Beispiel Follow Fada. Ja. Mit dem bin ich quasi so connected. Ja. Ne? Ja. 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 Ach, schon nicht schlecht. Was, aber findet ihr denn nicht, dass Streamen teilweise so ein bisschen scary ist, wenn man so verschiedene Sachen sieht, die um einen herum passieren? Zum Beispiel in jüngster Zeit, wir haben zwei Sachen, zum Beispiel die Ocelot-Sache. Ne? Ich meine, der hat offensichtlich einen riesen Fehler gemacht und sehr schlecht damit umgegangen, aber der ist sofort weg. Mhm. Ne? Das ist schon krass. Aber er hat ja auch seine Position, also... Ja, er hat riesen Fehler gemacht. Nein, bin ich voll bei euch. Ich finde das auch völlig richtig, dass der rausfliegt. Ne? Also da will ich ihn nicht verteidigen. Ja. Aber es ist halt einfach, du machst einen Fehler und bist dumm und... Das dann bist du einfach weg. Ja. Oder zum Beispiel jetzt auch mit den Twitch-Changes, ne? Dass sie in einem Jahr praktisch einfach mal sagen, ja, ihr verdient jetzt 50% weniger. Zum Beispiel. Ja, da trifft jetzt nicht so viele hier in der Runde.
Ja. Nee, aber ich finde, aber generell. Die könnten ja auch sagen, zum Beispiel, wir machen jetzt die Seite zu oder Riot sagt, ihr dürft kein League mehr streamen, unser Spiel ist jetzt plötzlich bei, wir halten da die Lizenz, ihr dürft halt nicht mehr streamen. Oder da kann ja alles passieren, wisst ihr? Du bist ja komplett ausgeliefert. Und vor allem ist ja nur, weil diese Prozentregelung auf die guten Shares ist ja nur ein Beispiel. Die Subs und die Regelungen gingen ja über die letzten Jahre, wurden sie ja immer schlechter für Streamer, dass Twitch Prime weniger wert ist. Dann wurde Amazon Prime jetzt auch teurer gemacht. So, das ist ja, es geht ja trotzdem eher in eine schlechtere Richtung als Streamer oder für die Streamer. Ja, also ich meine, man muss natürlich auch sagen, dass wir einfach sehr viel Glück hatten, in welcher Zeit wir jetzt Streamer waren, ne? Wo wir angefangen haben. Ja, also da muss man, glaube ich, sehr dankbar für sein. Aber es ist halt, also die Zukunft ist halt gefühlt immer so ein bisschen ungewiss. Weil, also, das sind jetzt nur Beispiele, also so Beispiele, das ist ja am Ende des Tages alles okay, aber du weißt halt überhaupt nicht, was passiert. Ne? Mhm. Und es kann halt jeden Tag irgendwie vorbei sein oder irgendeine neue Regelung kommen. Ich meine, es kann auch einfach sein, dass zum Beispiel League ausstirbt und was passiert danach? Mhm. Junge, auf den Tag hoffe ich. Ich hätte so Bock, was anderes zu machen, naja, ist doch egal. Okay. Vielleicht mache ich einfach ein paar FIFA-Packs auf. Für 10.000 Euro. Oder? Wenn Slotstreams nicht mehr erlaubt sind, gehen wir einfach zu FIFA rüber. Und dann ziehe ich so einen Ronaldo. Ich glaube, so Ronaldo ist nicht mehr. Obwohl, actually ist Ronaldo auch angesagt, oder? Ich weiß gar nicht, wer ist denn gut in FIFA? Schaut irgendwer von euch Fußball? Nee. Nicht mehr. Also null, ne? Panda würde sich wahrscheinlich auskennen. Panda war immer so ein Fußballfan. Ich wollte auch, also. Weil das auch Kutscher schreibt, aber ich musste da auch gerade dran denken. Zum einen ist natürlich, hast du komplett recht, dass du dir auch als Streamer kein Fauxpas leisten darfst. So, man kann auch sehr schnell. Bei ihm eine ganz andere genau, Situation, aber er hat eine ganz andere Druckposition, da sind ganz große Sponsoren dahinter und so. Und wir hatten ja eigentlich sogar schon viele Streamer, die viele schlimme Dinge on-stream, hinterm Stream, die einige Skandale hatten. Und wo das einfach im Nachhinein vielleicht sogar einfach gut für die Reichweite war, weil Negative Publicity ist auch Publicity. So nach dem jetzt zum Beispiel. Ja, oder auch, was Monte schon verzapft hat, was an Äußerungen getroffen hat, oder auch international, finde ich, das würde ich eher so weit gehen, zu sagen, dass ich finde, Streamer könnten noch ein bisschen mehr accountable dafür gehalten werden, was sie so verzapfen, dass sie mit viel zu viel Scheiß direkt weggekommen sind in der letzten Zeit. Das passt jetzt nicht genau zu dem, was du gesagt hast, aber ich wollte es nicht sagen. Das passt schon gut dazu. Also, da waren jetzt ja einfach auch nur Beispiele. Das ist natürlich nicht so. Also, es kann halt einfach irgendwas passieren, was dir von heute auf morgen dich sehr einschneidet. Das sind jetzt einfach random Beispiele, die nicht wirklich zu uns passen. Ne? Also, aber es kann irgendwas passieren und dann kann es vorbei sein. Ja, und das können die unterschiedlichsten Sachen sein. Und das ist halt, ich glaube, das ist aber in der Selbstständigkeit halt immer ein Problem, das du hast, egal in welchem Berufsfeld du da bist. Ja, und weil auch unser Business oder so dieses ganze Umfeld halt auch ein sehr schnelllebiges ist, wo sehr viel passieren kann in relativ kurzer Zeit. Ja. Okay, Mbappe ist wohl gut. Mbappé? Mein Gott! Nein, Mbappe steht da. Ja, da steht aber Mbappe. Hand of Blood hat das geschrieben, der wird schon wissen, was er macht. Als Streamer kannst du dir in Deutschland alles leisten. Es gibt hier einfach keine Cancel Culture. Als Streamer kannst du dir in Deutschland alles leisten. Ja, das ist eben genau das, dass die Leute mit zu viel. Also ich glaube, du kannst echt viel Fehler machen, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Ja. Also du musst schon richtig ins Klo greifen und dich richtig schlecht verhalten, dass du hier Probleme kriegst als Streamer. Ich hätte zum Beispiel auch noch nie. Ich hätte auch mehr. Im Sinne von welche Probleme ist die Frage? Ne? Also dass die Sponsoren von dir loslassen. Ja, wirtschaftliche Probleme. Kriegen. Genau. Das ist wenn wahr. Nur das interessiert die Leute ja. Aber nur trotzdem gibt es ja immer wieder Aufschrei oder so. Also gibt es ja immer wieder Leute, die sich dann darüber echauffieren und wo es dann auch, glaube ich, ein bisschen stressig ist, wo man aber, glaube ich, wirtschaftlich zumindest gesehen nicht negativ beeinflusst wird. Ist ja manchmal sogar eher ein Vorteil. Genau. Also ich glaube, du kannst wirtschaftlich profitieren und trotzdem halt einem gewissen Druck ausgesetzt sein dann, wenn du Scheiße machst oder wenn du Scheiße laberst. Aber das sind auch nicht so die Sachen. Ich meine halt einfach, wenn sich halt irgendwie der Streamer mag generell, wenn Twitch einfach weggeht oder League einfach nicht mehr, die Spiele, wenn die Publisher sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr einfach die streamen oder wenn irgendwelche Lizenzen eingeführt, dann weiß ja alles nicht. Das ist eher so, was ich denke, dass so große Verschiebungen im Stream oder Twitch zum Beispiel gibt eine ernsthafte Konkurrenz und dann ziehen sie die Leute auf die andere Seite und dann bist du noch bei Twitch und overstayst da oder so und dann... Nein? Also ich hab immer ein bisschen Angst vor der Zukunft. Habt ihr keine Angst vor der Zukunft? Nö.